ganz herzlich willkommen zum neuen Video hier aus meiner wunderschönen Natur. Und zwar geht es darum, was machen in der Zeit, solange sich deine Manifestation nicht zeigt. Das ist ja das Allerschlimmste. Ich weiß, ich habe schon ganz, ganz viele Videos gemacht. Ich muss jetzt mal die Brille aufsetzen, es ist zu hell. Dass Manifestation ja sofort ist. Aber warum zeigt es sich nicht im Außen? Warum sehe ich nicht eine sofortige Reaktion? Und diese sofortige Reaktion, die du dir erwünscht, die du nicht siehst, das liegt daran, weil du sie eben dort suchst, wo sie nicht ist. Die sofortige Reaktion, die ist auch in dir. Genauso wie die Manifestation in dir beginnt, endet die Manifestation in dir. Und wenn du dir das eben so vorstellst, du manifestierst, du gehst in diesen erfüllten Wunsch, du hast eine ganz klare Vorstellung, du machst vielleicht auch Satz, wie Neville Goddard sagt, state akin to sleep, dass du dir wirklich, bevor du einschläfst, dass du dir eine bestimmte Szene von deinem Living in the End vorstellst und da so tief reingehst, dass du wirklich das Gefühl hast, ja, das ist so. Das ist so, das ist meine Szene, das gehört zu mir, weil ich ja auch weiß, dass wenn ich mir etwas vorstellen kann, dann ist es für mich gedacht und dann ist es auch für mich schon da. Und das bedeutet, du schläfst ein und natürlich ist am nächsten Morgen nicht gleich deine spezielle Person zum Beispiel da oder das Geld, das du dir wünschst auf deinem Bankkonto. Irgendwie sieht es aus, als wärst du zwar schon gestern in der neuen Welt gewesen, aber heute Morgen bist du der großen Versuchung unterlegen, dass du sagst, nee, scheiße, ich bin noch in der alten Welt. Und dann wieder anfängst, deine Gedanken aus der alten Welt zu speisen, dann wieder anfängst zu denken, ja, wieso ist es nicht da, was muss ich denn sonst noch machen, was habe ich denn falsch gemacht und so weiter und so fort. Die Patricia und viele andere Manifestationscoaches haben doch gesagt, Manifestation ist sofort. Und das liegt eben daran, dass du das Ergebnis deiner Manifestation im Außen suchst. Und das Ergebnis deiner Manifestation ist aber im Innen zu suchen. Und zwar, wenn du dir vorstellst, du gehst in deinem erfüllten Wunsch, in deinem State akin to sleep, in deiner Szene, in deinem Gefühl, in deiner Szene gehst du schlafen und wachst am Morgen auf. Und dann musst du dafür sorgen, dass dein erster Gedanke ist, oh mein Gott, wie schön, ich habe es kreiert, ich habe es manifestiert, es ist da. Wow, ich freue mich so. Und dann bleibst du in dieser inneren Welt, deiner Freude, deiner Liebe, deines Selbstbewusstseins, deiner Kraft, deiner Macht und sagst, so, das ist da, das ist jetzt da. Ich habe es manifestiert, es ist manifestiert. Und dann denkst du genau so, wie du denken würdest oder wie du denkst, wenn es jetzt tatsächlich da ist. Und das ist diese Krux, die viele nicht allein hinkriegen, weil sie vom Living in the End, vom erfüllten Wunsch, immer wieder zurückspringen in den unerfüllten Wunsch und aus dem unerfüllten Wunsch denken. Und dieses Mangeldenken bringt dich einfach wieder zurück in diesen Zustand, wo dein Wunsch nicht da ist, weil du dich verleiten lässt, in ein Mangeldenken zurückzukommen, in ein Zweifeldenken, in ein Angstdenken zurückzukommen, anstatt deinen erfüllten Wunsch weiterzuspinnen, so durch den Tag zu gehen. Weil warum willst du eigentlich ursprünglich überhaupt diesen Wunsch haben? Weil du glaubst, du fühlst dich dann besser, weil du glaubst, du bist dann glücklicher, du bist dann freier, du bist dann erfüllter. Also ist deine Aufgabe, dieses Living in the End durch den Tag zu tragen und immer wieder zu wissen, dieser Wunsch ist erfüllt. Er stellt keinen Grund mehr dar, unglücklich, traurig oder nicht gut genug zu sein oder mich abgelehnt und nicht angenommen zu fühlen, weil der Wunsch ist ja schon erfüllt. Ich habe ja diese Realität schon eingenommen,
des erfüllten Wunsches. Ich bin ja schon in der Version der erfüllten Frau und deswegen, oder des erfüllten Menschen, und deswegen denke ich jetzt aus der Erfüllung heraus. Alles ist da, alles ist gut. Ich darf mich freuen, ich darf mich locker machen, ich darf spielerisch sein, weil ich habe nichts mehr, worum ich mir Sorgen machen muss, weil es ist ja schon alles da. Und das ist die Krux. Die kriegen ganz, ganz viele nicht hin. Und deswegen hüpfen sie immer wieder. Erfüllter Wunsch, nicht erfüllter Wunsch. Und das geht Jahre. Das geht Jahre. Das kann ewig gehen, wenn du dich da nicht klar machst. Wenn du deinen Verstand nicht klärst, wenn du ihm nicht sagst, welche Realität für dich relevant ist, welche Gedanken für dich relevant sind, damit du so lange in diesem Wunsch in diesem erfüllten Wunsch bleibst, weil das schon so real ist, dass du überhaupt keine Zweifel mehr hast. Und das ist dann genau der Moment, wo du manchmal nicht mal merkst, dass du im erfüllten Wunsch lebst. Und damit eben dein Wunsch auch erfüllt bleibt, insbesondere SP-Beziehung, musst du das meistern. Weil jedes Mal, wenn irgendein Trigger hochkommt, irgendeine Angst hochkommt und du wieder in die Nichterfüllung gehst, ist es halt immer wieder der Moment, wo es dann passiert, dass die Dinge wieder zu Bruch gehen. Oder dass, wenn du in deinem Business jetzt geschafft hast, dir wirklich Erfolg und Geld zu manifestieren und ganz, ganz tolle Kunden, und dann kommt dieser Trigger, irgendeiner, und du hast diese Tools nicht, du hast dieses Bewusstsein nicht, du hast diese Klarheit nicht, dass was hier jetzt passiert ist, und du fällst wieder in diese Mangelschiene rein. Und deswegen haben so wenige Leute konstanten Erfolg, konstantes Glück, konstante Happiness. Weil ich sage immer in meinem Coaching, das zu meistern, das schafft 1%. Weil die Realität, die äußeren Umstände, die Vergangenheit, die Geschichten, die alten Gedanken so verlockend sind, so familiar, so bekannt, wie Dr. Joe Dispenza sagt, familiar thoughts, so, dass wir wirklich nur mit klarem Bewusstsein, wir können nicht vernebelt sein, wir können nicht emotional vernebelt sein, um das Ganze Tag für Tag, Moment zu Moment in uns zu tragen, weil ja doch der Moment der einzige Moment ist, in dem wir manifestieren, in dem wir überhaupt leben, in dem wir existieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass du hier fit bist. Fit. Dass deine mentale Fitness größer ist als deine emotionale Angst. Dass deine mentale Fitness ist größer als dein Attachment zu äußeren Umständen oder zu vergangenen Geschichten oder zukünftigen Ängsten. Das ist der einzige Weg. Und deswegen sind meine Coachings immer Trainings, die euch, meine Kunden, zum Training anregen. Und das ist ein Marathon, das ist ein lebenslanger Marathon, den wir laufen. Und der wird dann leichter und leichter und leichter, weil du merkst es gar nicht mehr. Du joggst easy peasy durch dein Leben. Und da müssen wir hinkommen. Da müssen wir hinkommen. Und natürlich gibt es unterwegs immer wieder Momente, wo wir rausfallen, Momente, wo uns alte Sachen überschwemmen, overwhelmen. Auf jeden Fall. Aber wenn ich meine Tools on point habe, dann weiß ich, das sind Momente, die gehen vorüber, das sind Momente, die bringen mich zum Wachstum, die bringen mich in ein noch klareres Sein, in mein noch klareres Bewusstsein. Das sind Momente, wo ich noch mehr Klarheit und Klärung aus meinem menschlichen Design erfahre. Und dann komme ich da wieder raus und bin absolut next level. Und es ist eine lebenslange Reise, es ist ein lebenslanges Commitment zu deinem Divine Design. Es ist eine Aufgabe, die du annimmst und diese Wahrhaftigkeit in die Welt zu tragen. Das sage ich immer wieder in meinen Coachings. Und darum geht es.
diese Meisterschaft anzutreten und immer besser und besser zu werden. Und da ist kein, oh, ich habe es geschafft oder ich hab Prädikat exzellent oder ich hab Meisterschaft oder ich habe Erleuchtung. Nee, ein Prädikat bringt dir nichts. Du brauchst kein Prädikat anzustreben, auch nicht die Erleuchtung anzustreben, sondern du strebst das Leben aus dem Divine Sein, aus deiner absolut höchsten Liebe, Macht, Kraft und aus deinem Herzen an. Und das ist Erfüllung, das ist pure Erfüllung. Und du bist nicht gemacht für Mangel. Du bist nicht dafür gemacht, dass dir irgendetwas fehlt. Du bist nicht dafür gemacht, zu leiden. Aber dein Verstand ist dafür gemacht. Und das kannst du aber ändern. Das kannst du ändern, das ist ja das Coole, da kannst du ja hin, in dein Denken, da braucht es nichts anderes, das ist deine Kraftturbine da drinne. Und wenn du deine Kraft eben dahin einsetzt, dass du immer wieder verbissen im Leid rumhängst und diskutierst und argumentierst und analysierst, insbesondere für unsere Akademiker, zu denen ich mich auch zähle, ist es ein riesengroßes Ding, in diese neue Welt einzusteigen. Man sollte meinen, ich bin ja so studiert, ich habe ja so einen tollen Abschluss und BWL und Prädikatsexamen und da. Ja, ich bin doch eine von den Schlauen. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Schlauheit hilft dir in diesem Moment sogar noch weniger, weil Manifestation, unser Prinzip des Lebens, braucht keine Analytik, braucht keine Logik, bräuchte eigentlich überhaupt kein Verständnis. Es bräuchte eigentlich nur sture Umsetzung. Sture Umsetzung. Und deswegen ist es halt manchmal so schwer. Also, ich habe euch geholfen mit diesem Video. Ich gehe davon aus, dass dir das gefallen hat, dass du likest, dass du auf jeden Fall teilst, dass wir auf diesem Kanal ganz, ganz bald schon wieder neue 1:1 Gespräche verlosen für euch, weil wir sind gleich bei 4000 Abonnenten. Diese Message muss in die Welt. Teile und setze um. Das ist mein Wunsch für dich. In diesem Sinne, wir sehen uns bald beim nächsten Video hier auf meinem Kanal.